Willkommen zurück, Freunde, zu Gothic. Wir sind immer noch im Tempel. Immer noch in derselben Session. Und es geht langsam so richtig rund hier. Wir kommen dem Schläfer anscheinend näher. Komm schon drauf, da drauf, da drauf, da drauf, da drauf, da noch einmal. Jawohl. Gut gemacht, der Mann. So, du auch noch da unten. Komm. Einfach umnieten. Sehr schön. So, und wir haben jetzt, glaube ich, 4 oder 3 von 4 Schamanen bis dato gefunden. Jetzt haben wir wieder 2 Wege. Und ich habe keinen blassen Schimmer, wo lang. Deswegen speichern wir mal eben kurz. Oh, Backe. Wo sind wir denn hier gelandet? Oh, oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Egal, weiter drauf da, komm. Machen wir dem keinen Schaden? Doch. Oh, aber zu wenig. Oh mein Gott. Uchacha. So, wir laufen erstmal. Jojojo, reg dich mal auf, reg dich mal auf. Jetzt müssen wir mal gucken. Kommt er uns immer noch hinterher? Tatsache, ja. Das gibt's nicht. Stirb. So. Immerhin, die Orks lassen ab. Die Templer nicht. Wieder eine Hüterklinge. Die haben schon verdammt starke Dinger am Start. So. Haben wir aber auch, ne? Haben wir aber auch. Wollen wir nicht rumheulen? Haben wir. Meine Güte, ganz schön verzweigt hier das Ganze. So, gespeichert. Und wieder ran da. Zum Ork. Achso, jetzt steht er hier vorne, oder was hier? Na, komm schon. Sehr gut. Jetzt müssen wir uns mal umgucken. Wir können hier irgendwo runter, wo das auch immer hinführt. Und der Minecrawler ist am Bluten. Warum auch immer. Und hier haben wir jetzt schon den nächsten Tempel, oder was ist hier? Hier geht's Richtung Schläfer. Oh, okay. Aber wo sind wir denn hier gelandet, ey? Da geht's irgendwo... Achso, alles klar. Ich wollte gerade sagen, hier geht's irgendwo einen Weg nach oben. Das Geräusch dabei, ne, ist ja schon so richtig... Bleh. Als wenn du... Weiß ich nicht, nee. Kannst du nicht beschreiben. Kriegst du nicht hin. Okay, dann nochmal speichern. Haben ja immerhin 2 Feinde besiegt. War ja schon eine Meisterleistung. Oha. Hallo. Kommen beide? Glaubt er? Ich sag ja. Sag ich doch. So, komm ran hier. So, und den Templer da hinten? Ja, wischen wir nicht, ne? Vielleicht erwischen wir ihn jetzt. So, komm ran hier, Templer. Komm schon, komm schon. Warum treffen wir nicht? Ja, jetzt treffen wir. Sehr schön. Boah, die haben aber auch eine Resi, ne? Ja, 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 ja. Komm, nicht zu viel Schaden erleiden. So, komm ran hier. Mein Templerchen. Sehr gut. Und stirb. Schön rein. Und einmal drehen. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, das Drehen. Denn ob ihr es glaubt oder nicht, wenn man so ein Messerchen dreht, dann verheilt die Wunde verdammt schlecht. Wenn nicht sogar gar nicht, ne? Aber das ist jetzt eine andere Sache. Wo sind wir hier gelandet? Oh mein Gott, ich komme hier gar nicht mehr zurecht. Oha. Also hier, das geht irgendwie weiter, ne, oder? Warte, lass mal gucken. Oh, ja, nö, ist klar, ne? Oh Gott, jetzt sag mir nicht, hier geht's zum Schläfer. Oh, 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 oh. Gib mir mal, ja, den Orkwächter. Schönes Ding. Gib mir den anderen Orkwächter. Komm schon, komm schon, komm schon, bevor der Templer nämlich herkommt. Sehr gut. So.
Komm mal ran hier, Templer. Ich glaube, wir haben mal so ein kleines Hühnchen miteinander zu rupfen. So. Waffe wechseln. Und Attack. Du hast eh keine Chance. Hör auf. Jawohl. Meisterleistung hier. Und schön drehen. Jawohl. So, sehr gut. Das läuft ja immerhin. Da bin ich doch positiv überrascht. Keine Ahnung, was da unten ist. Das sieht mir aus wie ein Altar, ne? Boah, sag mal, wo sind wir denn hier? Ich komme hier wirklich durcheinander, Freunde. Sag ich euch, wie es ist. Ich komme hier durcheinander. Und haben wir einfach nur Skelette. Weil ich weiß gar nicht mehr, ob wir hier zwei oder drei haben. Wenn ihr wisst, was ich meine. Geht's denn hier oben hin? Einmal hochhüppen. Okay. Was haben wir hier? Irgendwie eine alte Schatzkammer oder was? Und es ist schon so wieder so ultra dunkel, ne? Nee, nicht Eisfall. Gib mir mal Licht. Ja. Licht. Es werde Licht. Jawohl. So, was haben wir hier? Spruchrolle? Jawohl. Immer eine Spruchrolle. Ach, guck mal hier. Und die Tränke kleben wieder oben an der Decke, ne? Das ist schade. Das ist schade, dass die Tränke wieder hier irgendwie so an der Decke kleben. Die hätte ich gerne alle mitgenommen. Aber wir haben auch viele Tränke und wir kommen auch so ganz gut zurecht. So, hier ist es abgeschlossen. Kann man hier irgendwie was schießen oder so? Wir haben auf jeden Fall eine Waffe. Irgendwie kommt man doch noch in die anderen rein. Komm, erzähl mir jetzt keinen hier. Irgendwo kommt man da doch rein. Wie sieht ihr irgendwas an? Nee. Ich weiß nicht, ob ich das überlebe, wenn ich da unten hinkomme, Freunde, sage ich euch ganz ehrlich. Wenn ihr wisst, was ich meine. Schade, eigentlich habe ich damit gerechnet, dass wir hier jetzt irgendwie, ja, ihr wisst schon, ne, was erreichen. Komisch. Oh, nein. Okay, ich würde sagen, wir machen uns auf jeden Fall einmal auf den Rückweg. Hier kommen wir später wieder, weil das wird so eine kleine, Klettertour, wird das da. Dann haben wir das nämlich schon mal abgehakt. Jetzt geht es selbstverständlich hier noch einen Weg weiter. Jetzt müssen wir hier mal gucken, was hier Sache ist. So, was haben wir denn hier? What? Ne. Na, Logo. Ja, und das Ding ist, die hauen mich auch sofort um, ne? Mit einem Hauer. Okay. Jetzt warten wir auf die Dinger nochmal. Sehr schön. So. Alles klar. Wo sind wir? Ich hoffe auf jeden Fall wieder kleine süße Krabbelviecher. Wo sind wir hier gelandet? Es ist der Hammer. Und der andere Weg, der hat ja noch nach unten geführt, ne? Können wir hier einfach rüber? Ja, ne? Boah, sieht das genial aus hier, ne? Ist der Wahnsinn, ne? Oh, was für ein Tempel, ne? Was für ein Tempel. Muss man jetzt mal einfach so sagen. Oh, sehr schön. Was für ein Tempel, ey. Riesengroß. Einfach nur riesig. Und zumal hast du keine Karte und all sowas. Oh, guck mal, da unten geht's sogar weiter. Spreche mal das Spiel. Wo geht's denn hier lang? Guck mal, da unten war der Minecrawler. Ich glaube, ich weiß, wo der Weg entlang geht. Ach, hier sind wir. Ja, alles klar. Ja, super. Hör auf damit. Bitte keine Grafikfehler jetzt hier. Dann weiß ich nämlich genau, wo wir sind. Nanu? Und oh, sag mal. Ist doch der Hammer hier. Wie willst du dich denn hier zurechtfinden? Wisst ihr, was ich meine? So, komm mal her, mein Templar, mein Crawler. Jawolle. Schön mal weggeschlitzt. So, lass mal eben. Oh nee, komm, jetzt sag mir bitte nicht, du kannst hier oben nicht hoch. Das wäre, das wäre richtig blöd, weil da hinten war, meine ich, noch eine Truhe, ne? Ja, da ist auch eine Truhe. Na komm, dann kannst du doch bestimmt hier, ne, oder? Jawohl, kann er. Sehr gut, der Mann. Sehr gut. So, haben wir hier noch einen Trank oder so? Nee, ne? Aber eine Truhe. So, was haben wir hier Schönes drinne?
Ja, Mana-Bonus, Lebensenergie-Bonus, Stärke-Bonus. Jawohl, mehr wollte ich gar nicht. Und ein Ring der Unbesiegbarkeit. Nice, richtig gut. Und zweimal Heilung. Das ist ja mal verdammt stark. So, das heißt, öffne bitte das Inventar. Wir können uns nochmal Stärke ein zutrinken. Und wo haben wir unsere Ringe? Und zwar können wir nämlich jetzt den Ring der Unantastbarkeit nämlich ablegen. Und wir können noch einen Ring der Unbesiegbarkeit anziehen. Jawohl. Mehr Resi, ne? Umso stärker. So. Mal gucken, wo es hier weitergeht. Was haben wir hier? Wie kommt die Waffe hin? Achso, der hat wahrscheinlich hier unten mit dem gekämpft, ne? Okay. Gehen wir einfach mal den Weg durch. Mal gucken, ich bin gespannt. Sehr gut. Sehr gut. Auch natürlich einmal geplündert. Das sieht mir aus wie so eine Kanalisation hier, ne? Irgendwie sowas in der Art. Okay. Jetzt sind wir genau hier auf der anderen Seite, oder was? Ach so, alles klar. Ja, dann speichern wir das Spiel. Das ist natürlich auch nicht verkehrt, ne? So, schön einmal hier hin. So, was haben wir hier jetzt? Jetzt sag mir, wir können an dem Stein drehen. Ne, wir können hier nichts machen. Nee. Hier kannst du auf jeden Fall nichts tun. Hier. Zumindest jetzt noch nicht. Ja, jetzt kannst du natürlich sagen, du gehst jetzt den ganzen Weg zurück, ne? Aber... Warte mal. Ich glaube, wenn wir in der Lava landen, ist vorbei, ne? Bin ich mal schwer von überzeugt. Wow. Schön vorsichtig. Was? Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Das ist schlecht. Das heißt hier, lass dich nicht mehr blicken. Ich will hier gerne wieder hoch. Oh mein Gott. Schaffen wir das von hier? Haben wir den Templer da oben nicht umgehauen? Wie komme ich denn hier wieder raus? Komm hoch da. Boah, jetzt will der da oben nicht mehr hoch, ne? Nee, jetzt sag mir nicht, wir müssen da hinten... Ja, genau so etwas dachte ich mir auch. Sehr schön, gut. Damit wir keine Zeit mehr verlieren, wir werden einfach den anderen Weg zurückgehen, weil das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen geradezu blöde. Wir wissen ja, wo wir ungefähr rauskommen. Also, mal schimmelt's wie zurück. Dafür haben wir ja auch die Geschwindigkeitstränke, bevor ich da, also mit der Steuerung da rumhüpfe, ne? Das Problem ist nämlich, ich weiß nicht, wann der einen Hechtsprung macht und wann er normal springen will, ne? Das gibt halt nun mal so... ein kleines Missverständnis. So, da unten ist die Lava. Hier könnten wir noch runter. Dann gib uns mal bitte wieder einmal Licht. Jawohl, dann wollen wir mal gucken, wo es hier runter geht. Habe ich nämlich keine Ahnung. Hallo? Ist hier irgendjemand oder irgendetwas? Aha, da haben wir doch schon wieder... Oh, sogar zwei. Oder drei, ich weiß nicht. Einfach mal gucken. Boah. Warte, ein dicker Volltreffer. Sehr schön. Komm schon. Weiter rauf da. Ja. Sehr gut. Hat sich ja gelohnt. Boah, vielleicht kriegen wir ja noch ein, vielleicht kriegen wir noch eine dicke Rüstung hier aus Templar-Minecrawlern und so weiter. Was haben wir hier? Ein Trank? Was? Barbaren? Frust? Wenn ich das richtig... Minecrawler-Ei? Ich glaub's nicht. Ja, komm. Gib her hier die Tränke und so. Ja, jetzt bloß nicht da runterfallen, weil wir einen Speedbuff haben. So, war das alles? Ne, da war noch was. Hier, mein Crawler-Ei. So, dann einmal die 7. Telekinese. Vielleicht entdecken wir ja nur irgendwas hier. Nee. Sieht aber nicht danach aus. Gut, dann gehen wir mal den anderen Weg weiter entlang. Boah, ich bin so neugierig. Wo sind denn die anderen Schamanen? Verdammt. Jetzt zieht sich das aber echt ein kleines bisschen hin, ne? Kann das sein? Aber nur so ein kleines bisschen. Ein Tagebuch. Aha, aha. Und noch eine Truhe. Wie, ich kann da nicht ran. Ah, alles klar. Natürlich seitlich musst du ran. Oh, das ist aber nicht schlecht hier. Was haben wir hier? Auf jeden Fall eine Menge, Menge Erz. So, das nehmen wir natürlich alles mal mit hier. So. So, haben wir das immerhin schon mal gesammelt hier. Aber... mehr ist ja auch nicht. Aber da war ein schönes Amulett dabei. Wollen wir uns das doch mal eben kurz angucken. Was ist das denn für ein schönes Amulett gewesen? Ja, nicht des Wassermagiers. Schutz vor Feuer und Magie. Ah, das ist nicht verkehrt, ne? Aber wir behalten erstmal Schutz vor Waffen.
Wenn wir auf jeden Fall gegen halt gegen Magier spielen, haben wir ja Sachen zum Wechseln. Ist ja das kleinste Problem. So, wir müssen aber leider nochmal eben kurz schneiden, weil ich gerade gestört werde. Verzeiht, Freunde.